Vielen Dank. Und falls irgendjemand immer noch nicht genug hat, es gibt noch mehr davon. Und wenn es denn sein muss, dann signiere ich auch. Oh, kann ich ihn auch haben? Nein, ich wollte für Carmen. Wie viele haben die gekauft? 14. Ist doch gut, oder? Könnte besser sein. Naja, wenigstens bist du nicht drauf angewiesen. Christine, du musst doch lernen, zur richtigen Zeit die richtige Bemerkung zu machen. Guten Abend, Herr Gaussmann. Schon länger hier? Ja. Die Lesung mitgekriegt? Ja. Sie interessieren sich für Literatur? Das finde ich entzückend. Ich habe Dreck gehört. Richtigen Dreck. Oh. Immer wieder schön, wenn man jemanden trifft, der sich auskennt. Ich denke, Christine will jetzt gehen. Und ich denke, Christine weiß selber, was sie will. Das weiß sie anscheinend nicht, sonst wäre sie nicht hier. Glauben Sie, dass es ewig so weitergeht? Christine wird jeden Tag ein bisschen älter. Denken Sie im Ernst, Sie können das aufhalten? Sie nerven. Wir gehen. Dein Vater ist so lieb und bringt dich heim. Kommst du? Stranguliert mit einer Drahtschlinge. Ausgeraubt? Kein Geld, keine Papiere. Das hier haben wir in einer der Seitentaschen gefunden, seine Visitenkarte. Erich Gaussmann, Versicherungskaufmann, Optima Securanz. Wer hat ihn denn gefunden? Straßenarbeiter vor ungefähr einer Stunde. Na, lässt sich schon was zur Tatzeit sagen? Ja, ist wohl 6 bis 8 Stunden her. Vor Mitternacht, würde ich sagen. Ich denke, der Fall ist zwar bedauerlich, aber nicht gerade rätselhaft. Der junge Mann wird auf ein schnelles Abenteuer ausgewiesen sein und ist dabei Opfer von einem Raubmord geworden. Ja, wieso denn schnelles Abenteuer? Ist das die Gegend hier für schnelle Abenteuer? Ja. Die Stücke weiter da unten. Das ist ein Straßenstrich. Ach. Keine von den besseren Gegenden. Ich habe mich vorhin schon mal ein bisschen umgehört. Aber es hat natürlich keiner was gesehen. Und nichts zu sehen gehört hier mit zum Geschäft. Am Rosenholz? Das ist die reinste Idylle hier, ne? Das Opfer ist mit einer Drahtschlinge umgebracht worden. Das passt auch zum Milieu. Das ist richtig. Und dann der Wagen. Gehobene Mittelklasse. Mit sowas fährt man einfach nicht hierher. Das ist der grobe Leichtsinn. Das ist auch richtig. Ist das einer von den Fällen, wo Sie mal wieder schon alles wissen? Ach Quatsch, wie gern. Ich weiß genauso wenig wie Sie. Trotzdem. Eins finde ich da schon sehr merkwürdig. Mhm. Was wäre das? Der Wagen. Ich meine, der ist doch garantiert wertvoller als alles, was das Opfer bei sich gehabt hat. Und wenn es, wie Sie sagen, ein Raubmord war, dann frage ich mich, warum steht der Wagen noch da? So wieder richtig. Eben. Ich habe gerade den Halter ermittelt. Der Wagen ist tatsächlich auf den Namen Gaussmann zugelassen. Aber nicht auf Erich, sondern auf Karl. Papas Wagen, jede Wette. Und dem wird es jetzt jemand sagen müssen. Hane, Optima Securanz. Wiegand, Sie kommen mit mir. Wo hat man ihn gefunden? Auf einem Feldweg am Rosenholz. Rosenholz? Ja. Wahrscheinlich hat er... Ja, ersparen Sie sich Ihre Worte. Ich weiß, was das für eine Gegend ist. Rosenholz. Hat er Ihnen gesagt, wofür er das Auto braucht? Er müsste noch zu einem Kunden. Mitten in der Nacht? Es sei jemand mit Schichtarbeit, hat er gesagt. Da ging es nicht anders. Warum sollte er lügen? Er hat nie gelogen. Und außerdem, die Leute da in der Gegend, die brauchen auch eine Versicherung, oder? Ist schon gut möglich. Gibt es weitere Angehörige? Christine. Christine! Das ist meine Tochter. Sie schläft noch. Ausnahmsweise, sonst schläft sie nie so lange. Christine, die Polizei ist da! Ich kann alles erklären. Erich ist tot. Morgen kann ich Ihnen helfen. Darf ich fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Hane, Mordkommission. Sie wollen zu Herrn Gaussmann? Nein, ich möchte zu seinen Kollegen. Was heißt das? Herr Gaussmann ist tot. Mein Name ist Wels, Dr. Wels. Bin hier der Teilungsleiter. Er war mein bester Mitarbeiter. Darf ich fragen, wie das passiert ist? Er wurde im Auto ermordet, am Rosenholz. Am Rosenholz? Das sagt dir noch was? Wem sagt das nichts? Man hört ja genug davon. Nehmen Sie Platz, bitte.
Meine Güte, ich hätte Anton sagen sollen. Was sagen? Dein Umgang ist nicht gerade ungefährlich. Heißt das, Sie haben gewusst, dass er diesen Umgang hatte? Das wusste ich, ja. Und woher? Von ihm selber. Das könnten Sie offiziell so zu Protokoll geben. Das kann ich offiziell so zu Protokoll geben, ja. Er war allerdings betrunken, als er mir das gesagt hat. Sehr betrunken sogar. Es war bei der letzten Betriebsfeier. Was genau sagte er? Dass er es manchmal hart braucht. Und das bekäme er nur bei Frauen, die er dafür bezahlt. Meine Güte, das war sein Privatleben. Ich dachte, er braucht das als Ausgleich. Ausgleich? Wofür? Als Ausgleich für seine Tätigkeit hier. Er war Sachbearbeiter für Invalidenrente. Das hat nichts Aufregendes. Er hat noch einen Kollegen in derselben Abteilung, Herrn Stöger. Wenn Sie den auch sehen wollen. Oh ja, bitte. Stöger, Besuch für Sie. Polizei. Moment. Herr Stöger, Ihr Kollege Erich Gaußmann wurde letzte Nacht ermordet in seinem Auto am Rosenholz aufgefunden. Nein. Doch. Ist ja nicht zu fassen. Da denkt man immer, es gibt sie nicht mehr und plötzlich ist sie da. Wovon reden Sie? Gerechtigkeit. Es gibt noch Gerechtigkeit. Der gute, liebe Erich. Doktors Liebling. Die Heuchler sind die Schlimmsten, wissen Sie. Aber irgendwann erwischt es sie alle. Er war sowieso immer ein bisschen zu brav. Haben Sie denn mal was mitbekommen davon, dass er, wie Sie es nennen, nicht ganz so brav war? Zweimal. Ich bin in sein Büro gekommen, da hat er gerade noch schnell was verschwinden lassen. Und was? Sehen Sie doch mal nach. Und das der Schublade. Ich weiß nicht, wann er hier losgefahren ist. Wir waren nicht zu Hause. Aber wie schon gesagt, er ist seinen Kunden gefahren. Hatte Ihr Sohn eine Freundin? Nichts Festes. Wollte erst einmal beruflich vorankommen. Nichts Festes. Mein Gott, primitiver kann man wirklich nicht denken. Nichts Festes, also fährt er ins Rosenholz. Ich sollte jetzt wirklich zur Straßenbahn. Du willst heute wirklich zur Arbeit? Ich muss, wir sind total unterbesetzt. Dann soll sie den Laden schließen. Hier rumhängen ist auch nicht besser, das macht mich echt krank. Entschuldige. Ich denke, wir sollten jetzt auch mal langsam. Hören Sie, und ich kann sonst nichts tun. Nein, im Augenblick nicht, danke. Ach, Frau Gaußmann, ich hätte noch eine Frage an Sie. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie alles erklären könnten. Was haben Sie denn damit gemeint? Das habe ich gesagt? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ich war noch nicht ganz wach. Ich muss jetzt wirklich... Frau Gaußmann, einen Moment bitte. Wo arbeiten Sie eigentlich? In der Apotheke am Schreierpark. Ja, da können wir Sie doch mitnehmen. Keine Umstände, ich nehme die Straßenbahn. Geh zu Fuß. Ich muss das alles mal in Ruhe durcharbeiten. Und ich fahre ihr hinterher, oder? Was sonst, Wiegand, was sonst? Ach so, aber eine Sache könnte man ja vorab schon mal klären. Bin schon dabei. Eine Frage noch. Ja? Kann es sein, dass Erich Gaußmann letzte Nacht beruflich unterwegs war? Bei einem Kunden vielleicht? Nein, das ist eigentlich unmöglich. Erich Gaußmann war hier im Innendienst und hatte nie Kontakt zu Kunden. Nein. Danke. Ich bin die Hölle. Klingt ja ganz schön ehrgeizig. Und, schon gelesen? Mhm. Die halbe Nacht lang. Ist aber nicht mein Fall. Worum geht's? Ach, es geht um eine Reihe von Morden, erzählt aus der Sicht des Täters. Er beschreibt, wie er seine Opfer in diverse Fallen lockt und dann abschlachtet. Und das Ganze mit sehr viel Liebe zum Detail. Und die Christine Gaußmann verkehrt mit diesem Mann? Und wie es aussieht, sogar intim. So wie die sich begrüßt und miteinander gesprochen haben. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass sie uns belogen hat, als sie gesagt hat, dass sie zur Arbeit fährt. Hallo, guten Morgen. Morgen. Hallo, guten Morgen, Arne. Und was Neues seit gestern? Tja, noch immer keine Zeugen am Rosenholz. Keiner will Gaußmann da je gesehen haben. Aber er hatte diesen Stadtplan im Schreibtisch. Und der Bezirk ist extra dick angestrichen. Da war aber noch etwas anderes, was mich beschäftigt hat. Dieser Kollege war nicht sehr erschüttert. Ich habe nachgehakt. Erich Gaußmann hat ihn in der Firma immer wieder bloßgestellt, einfach durch die simple Tatsache, dass er sehr viel tüchtiger war als er.
Dann hat er also einen Grund gehabt, ihn nicht zu mögen. Und? Alibi überprüft? Sicher, sicher. Ja, und? Hat er eins? Ein ausgezeichnetes. Er war den ganzen Abend auf einer Party. Was ist daran so ausgezeichnet? Er war sowas wie der Partylöwe. Ein Witz nach dem anderen, eine Flasche nach der anderen. Zur Tatzeit hätte er mindestens eine halbe Stunde lang weg sein müssen. Und das ist ausgeschlossen. Ja, Hane. Ja, da sind Sie richtig. Aha. Wo sind Sie jetzt? Im Dienst. Ja. Und wie können wir Sie erreichen? Ja. Danke, sehr gut. Ein Busfahrer der städtischen Verkehrsbetriebe. Das Foto von Erich Gaussmann ist in der Zeitung. Er denkt, er hat ihn gesehen, ungefähr zur Tatzeit. Wiegand, reden Sie mal mit diesem Mann. Hane, Sie sind doch hier für die Kultur zuständig. Und, das soll heißen? Soll heißen, wir besuchen jetzt einen Schriftsteller. Eine Leiche im eigenen Bekanntenkreis, das finde ich hinreißend. Hinreißend! Man kann das auch anders nennen. Sie haben sich ja schon gründlich informiert. Naja, ein bisschen was fürs Poesiealbum. Vor 2 Wochen noch Mitarbeiter des Jahres und heute ein Fall für die Mordkommission. Das liebe ich so im Leben. Wie gut kannten Sie Erich Gaussmann? Ich habe ihn nicht wirklich geachtet. Ein Mensch so völlig ohne Belang. Im Gegensatz zu seiner Schwester. Aus der lässt sich was machen, wenn man sie richtig führt. Und Sie führen gerne? Wer kann, der kann. Was wollten Sie denn gestern früh bei Ihnen? Sie aussprechen. Sonst nichts? Sonst nichts. Sie wohnen allein hier? Seit dem Tod meiner Eltern, ja. Ein tragischer Autounfall. Ist heute umgekehrt. Und seitdem widme ich mich in aller Ruhe der Erweiterung meines Bewusstseins. Oh ja, ich weiß. Ich habe Ihr Buch gelesen. Und? Noch fehlen mir die Worte. Und so leben Sie also sorgenfrei und ungebunden. Zum Zeitvertreib stöbern Sie in den seelischen Abgründen. Seiner Berufung kann man sich eben nicht entziehen. So. Was ist? Bin ich jetzt verdächtig? Wir erkunden nur das Umfeld. Sollten Sie nicht lieber dort anfangen zu stöbern, wo man ihn gefunden hat? Sein Vater glaubt ja, dass er beruflich dort war und nicht wegen den Damen. Glaubt er das? Ja. Der Mann ist Prokurist, der hat sein Leben lang nur mit Zahlen zu tun gehabt. Da schlägt sich irgendwann mal auf den Verstand. Aber ich sage Ihnen was, mein Lieber. Denken Sie von jedem Menschen immer nur das Schlechteste. Sie werden sich wundern, wie oft man damit richtig liegt. Gilt das auch für Sie? Na, das will ich doch hoffen. Es war nämlich kurz vor Feierabend. Er stand an der Haltestelle Staudenweg. Was hat er da gemacht? Naja, was macht man an einer Haltestelle? Er hat gewartet, rumgestanden ist er. Aber er ist nicht in den Bus eingestiegen? Nein, ich hätte nichts gegen Gesellschaft gehabt. Der Bus war leer. Also gab es auch keine anderen Zeugen? Glauben Sie mir, ich habe ihn genau gesehen. Sie haben doch in der Zeitung bestimmt gelesen, wo er gefunden wurde. Ja, ich weiß, nicht ganz die gleiche Gegend. Nicht ganz ist gut. Der Staudenweg ist am anderen Ende der Stadt. Schauen Sie sich noch mal genau an. Es gibt sicherlich noch mehrere Leute, die so aussehen wie er. Da war noch jemand. Wer? Eine Frau führte gerade ihren Hund aus. Die muss ihn auch gesehen haben. Können Sie die Frau beschreiben? Die Frau nicht so, aber der Hund. Das war so eine halb hohe weiße Promenadenmischung. Na gut, danke. Tschüss. Und fehlen ihm immer noch die Worte? Ein hemmungsloser Egozentriker, dem ist einiges zuzutrauen. Ja, auf dem Papier vielleicht. Aber wir sind in der Wirklichkeit, Hane. Vergessen Sie das nicht. Ja, ich habe das nicht vergessen, aber ich frage mich, ob es er vielleicht vergessen hat. Ja? Ja, der Wiegand. Ich habe gerade mit dem Busfahrer gesprochen. Ich glaube, die Sache können wir vergessen. Warum? Ja, er hat zwar Gaussmann gesehen, aber kurz vor der Tatzeit und am anderen Ende der Stadt. Ich glaube, der Mann, der irrt sich. Na gut, nur mal langsam. Gibt es ja vielleicht noch andere Fahrgäste, die das bestätigen können? Nee, der Bus war leer. Angeblich war da nur noch eine Passantin. Ja gut, die wird sich ja ausfindig machen lassen. Ich habe mir schon die Beine abgelaufen. Heute Morgen bin ich als Storch los und als Ente komme ich nach Hause. Wiederhören. Und, wohin jetzt? Zur Apotheke am Schreierpark. Christine Gaussmann. Genau, wir werden dir die gleichen Fragen stellen, mal sehen, ob wir die gleichen Antworten kriegen. Sie waren bei Bernd? Ja, und er war sehr entgegenkommend. Entgegenkommend? Sie haben sich gestern früh mit ihm getroffen, nicht wahr? Was hat er Ihnen gesagt?
Unter anderem. Sie hatten ja einiges zu besprechen. Ich wollte mich nur mit ihm aussprechen. Worüber wollten Sie sich denn mit ihm aussprechen? Na, über die Sache mit Erich natürlich. Sonst nichts? Sonst nichts. In der Wortwahl sind Sie sich zumindest einig. Lieben Sie Herrn Pfeilstädter? Bernd ist etwas Besonderes, ja. Haben Sie sein Buch gelesen? Ja. Und ich find's gut. Ach, tatsächlich? Ich meine, ich find's gut, dass er zum Ausdruck bringt, womit er sich beschäftigt. Richtig gefährlich sind doch nur Leute, die sowas in sich reinfressen, oder? Er ist ein bisschen verrückt, ich weiß, aber ich brauche das. Bei mir zu Hause, da ist nie jemand verrückt, wissen Sie, und das ist auf Dauer zum Verrücktwerden. Ach, Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Hier in der Gegend soll eine Dame wohnen mit einem mittelgroßen weißen Hund. Kennen Sie die vielleicht? Ja, das ist die Frau Macke. Die wohnt gleich dort vorne. Ah ja, danke. Bitte. Frau Macke? Ja? Mein Name ist Wiegand. Kripo München. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte? Vorgestern Nacht, als Sie mit Ihrem Hund draußen waren, haben Sie da jemand gesehen? Einen jungen Mann? Nein. Und an der Bushaltestelle war da vielleicht jemand? Nein. Und auf der Straße ist Ihnen auch niemand entgegengekommen? Nein. Also haben Sie niemand gesehen? Nichts und niemand. Sie können es mir glauben. Nachts ist hier draußen keiner, nicht mal die Füchse. Ja gut. Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen. Diese Christine Gaussmann hat was im Blick. Also, das gefällt mir nicht. Vor allem, wenn sie von ihrem Bernd spricht. Naja, so viel ist sicher. Steht da voll unter seinem Einfluss. Die beiden haben irgendetwas. Ein Geheimnis. Ich gehe jede Wette ein. Ja, vielleicht aber auch nur ein ganz harmloses. Harmlos? Kaum. Der Mann ist harmlos wie eine Klapperschlange mit Dachschaden. Habe, hä? Wenn Sie mal jemanden nicht mögen, dann aber richtig. Ich stelle fest, Sie arbeiten nicht. Doch, wir arbeiten. Glauben Sie mal. Ich habe mein Auto zurückgeholt. Es sind 7 Kilometer. Von meiner Haustür bis zu der Stelle, wo mein Sohn gefunden worden ist, exakt 7 Kilometer. Ich habe den Zähler gestellt. Entschuldigung? Ich stelle immer den Zähler. Ja. War der Zähler auch gestellt, als Ihr Sohn den Wagen hatte? Bei ihm waren es keine 7 Kilometer. Wissen Sie, wie viel mein Sohn vorgestern Nacht gefahren ist? 32 Kilometer. Ich glaube überhaupt nichts von dem, wie das angeblich alles gelaufen sein soll. Ich sage Ihnen, das war alles ganz anders. Ja? Der Migant hier. Ich hatte mal wieder recht. Womit? Der Hinweis von dem Busfahrer hat sich als Seifenblase herausgestellt. Ich habe mit der Passantin gesprochen, von der er erzählt hat. Die hat nichts gesehen. Sind Sie noch an der Bushaltestelle? Ja. Gut, dann habe ich jetzt einen kleinen Auftrag für Sie. Einen kleinen Auftrag, na, da bin ich ja gespannt. Ja, Sie machen jetzt eine kleine Spazierfahrt. Es ist ja schön, dass Sie so viel denken, aber noch schöner wäre es, wenn Sie mir sagen würden, was? Hane, ich denke nach über Fallen. Wie, richtige Fallen? Richtige Fallen, die man Menschen stellen kann. Das ist ein weites Feld. 32. Kilometer? Ja. Ich bin genau die Strecke gefahren, die Sie gesagt haben. Vom Haus Gaussmann zur Haltestelle am Staudenweg und dann weiter zum Rosenholz. Tja, und das sind 32 Kilometer. Na, bingo. So, da die Kilometerzahl jetzt übereinstimmt, ist es durchaus denkbar, dass der Gaussmann an der Haltestelle Staudenweg stand. Und der Busfahrer sich nicht getäuscht hat. Aber das sind völlig entgegengesetzte Richtungen. Da muss der doch in der Nacht einen riesigen Umweg gefahren sein. Warum? Sag mal, was gibt's in deinem Umfeld von der Haltestelle? Nichts. Nichts Besonderes. Brachland, paar schlichte Wohnhäuser. Ich kann mir nicht vorstellen, was er da gewollt hat. Wenn du die Treppe nehmen würdest, könntest du dir die Trennkost sparen. Blödsinn. Immer meins. Andere würden sich freuen, wenn sie so gefragt wären wie Sie, Hanne. Ja, Hanne. Moment. Dr. Welch steht unten und möchte Sie sprechen. Ist der Abteilungsleiter von dem Gaussmann. Ja, der soll raufkommen. Er kann raufkommen. So, nochmal von vorn.
Der Busfahrer hat also gesagt, er hat außerdem noch eine Passantin gesehen. Ja. Die Passantin hat gesagt, sie hat nichts gesehen. Ja. Folgerung? Ja, einer von beiden ist blind oder lügt. Das dürfte wohl kaum der Busfahrer sein. Wir müssen die Frau noch mal befragen, und zwar gründlich. Heute noch. Heute noch. Dankeschön. Guten Abend. Sie sind noch im Dienst, das ist ja wunderbar. Guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Verzeihen Sie, ich habe gar nicht viel Zeit, ich bin eigentlich auf dem Weg in die Oper. Aber das Präsidium liegt ja auf dem Weg und ich dachte, ich denke, ich sollte noch was sagen. Ja, ist doch schön, nur zu, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich hatte letzte Woche eine kleine Unterredung mit Erich Gaussmann. Worüber? Nun ja, er schien mir in der letzten Zeit sehr bedrückt, sehr niedergeschlagen. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Und, konnten Sie ihm helfen? Nein, das ist etwas Privates gewesen, hat er gesagt. Das heißt, nein, familiär. Familiär war das Wort, das er benutzte. Ist etwas Familiäres gewesen. Wurde er auch konkreter? Nein, er hat sich sehr ungenau ausgedrückt. Ja, was meinen Sie mit ungenau? Er sagte, bei uns zu Hause sinkt alles in die Finsternis. Wortwörtlich. Sehen Sie, das ist genau der Grund, warum ich es bisher nicht erwähnt habe. Es schien mir sehr, sehr überzogen. Bei uns zu Hause sinkt alles in die Finsternis. Mhm. Aber es war der Ton, in dem er es sagte. Er sagte das auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Ja, bitte? Wer sind Sie? Was wollen Sie? So, Herr Dr. Welz, hier ist das Protokoll. Wenn Sie bitte unterschreiben. Dankeschön. Haben Sie eigentlich je etwas mitbekommen von Familienleben Gaussmanns? Nein, soweit ich das beurteilen kann, lief da alles bestens. Schauen Sie, ich habe keine Ahnung, ob es richtig war, hierher zu kommen. Und es geht mich auch in tiefer Wahrheit überhaupt gar nichts an. Und der Tod von Erich Gaussmann steht vermutlich auch in einem völlig anderen Zusammenhang. Nicht wahr? Sie können gehen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Guten Abend, Kollegen. Guten Abend. Das kann nur eine halbe Stunde her sein. So schnell war ich noch nie an einem Tatort. Echt klasse. Klasse, hä? Klasse wäre es, wenn die Frau noch leben würde. Oh, Doc, geben Sie dem Hund irgendwas zur Beruhigung. Was Starkes. Wiegand, was von Belang? Zeitungen. Jede Menge Zeitungen. Und alle von heute. Aha. Sie wollte sich anscheinend gründlich über diesen Fall informieren. Dafür kann es eigentlich nur einen Grund geben. Sie meinen, dass sie tatsächlich etwas gesehen hatte? Etwas oder jemand. Und für diesen jemand ist sie jetzt gefährlich geworden. Und warum hat sie mir dann nicht gesagt, dass sie jemanden gesehen hat? Vielleicht wollte sie ihr Wissen ja für eigene Zwecke nutzen. Erpressung? Wäre doch naheliegend. Man kann aber nur jemanden erpressen, den man auch kennt. Das würde ja heißen, dass der Täter hier aus der Nachbarschaft stammt. Man kann Leute auch anderswoher kennen, aus der Zeitung zum Beispiel. Höllenauto auf dem Weg zur Partyhölle. Bernd Pfeilstädter ist spurlos verschwunden. Spurlos? Ja. Er hatte bis zum frühen Abend ein Gespräch bei seinem Verleger und wollte danach nach Hause. Sein Wagen steht in der Garage, aber er ist wahrscheinlich nie im Haus angekommen. Na gut, dann müssen wir sofort eine Fahndung einleiten, damit ihm nichts passiert. Mach ich. Ja, nein, das war nicht das, was ich hören wollte, aber trotzdem, herzlichen Dank. Ich habe gerade noch mal mit Gaussmanns Abteilungsleiter gesprochen. Also auch in der Nähe vom Staudenweg gibt es keine Versicherungskunden. Womit das Rätsel nur noch größer wird. Genau, am Rosenholz konnte man sich nur vorstellen, was er da wollte. Aber was will jemand nachts am Staudenweg? So, komm, lassen wir das einzweilen. Die Suche nach dem Pfeilschütter hat jetzt Vorrang. Wird Zeit für ein paar klare Worte mit seiner Freundin. Ach, noch etwas. Sie erinnern sich, dass Pfeilstädter diese Bemerkung gemacht hat von dem ungeklärten Autounfall, bei dem seine Eltern ums Leben kamen. Ja, Sie haben nachgeforscht? Ja, und wissen Sie, was an dem Unfall seltsam ist? Vermutlich nichts. Richtig. Es war ein Auffahrunfall, tragisch zwar, aber in jeder Hinsicht geklärt. Na, das passt doch. Das passt? Ja, zu seiner Persönlichkeit. Dieser Pfeilstädter, der will doch um alles in der Welt geheimnisvoll und gefährlich wirken. Ist er aber nicht. Nicht wirklich. Die Hölle. Wie haben Sie den Herrn Pfeilstädter eigentlich kennengelernt? Hier, als Kunde. Als Kunde? Mhm. Ich war vor ein paar Wochen, er wollte ein Schmerzmittel. Wir kamen ins Gespräch, er war nett, sehr nett. Und seitdem sind Sie beide zusammen? Mhm.
Wäre es nicht denkbar, dass er Sie gerade deswegen kennenlernen wollte, weil Sie in einer Apotheke arbeiten? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, das wissen Sie. Und ich glaube, Sie denken es mittlerweile selbst, obwohl Sie es nicht denken wollen. Sie haben ihm etwas gegeben, was Sie nicht hätten geben dürfen, habe ich recht? Nein. Mein Kollege wird die Bestände hier überprüfen. Er wollte doch bloß sein Bewusstsein erweitern. Sie haben ihm Opiate verschafft. Er sagte, er ist Künstler. Er hat ein moralisches Recht darauf. Ich fand, das klang richtig gut. Hat er sonst noch jemand mitgekriegt? Mitgekriegt? Naja, bei Ihnen zu Hause, in der Familie zum Beispiel. Haben die davon gewusst? Nein, bestimmt nicht. Ich hätte zu Hause auch nie drüber sprechen können. Mein Vater und Erich, die konnten Bernd von Anfang an nicht ausstehen. Ach, das ist doch mal eine Information. Hanne, Sie kümmern sich hier um die Details. Wiegand, Sie können sich ja denken, wohin wir jetzt fahren müssen. Dankeschön. Die Angelegenheit ist aber ziemlich heikel. Sind Sie sich da Ihrer Sache sicher? Ja, da bin ich mir meiner Sache sicher. Und wie wollen wir vorgehen? Wir werden ihn erst gar nicht zum Nachdenken kommen lassen. Und dann zeigen wir ihm das Video von der letzten Nacht. Aus Pfeil steht das Überwachungskamera. Wie, es gibt ein Überwachungsvideo? Davon weiß ich doch gar nichts. Wie, davon wissen Sie noch gar nichts? Dann schauen Sie mal, was ich da hab. Da ist aber der letzte Geburtstag von meiner Oma drauf. Ja, nicht für die nächsten 5 Minuten. Wo ist Bernd Pfeilstädter? Wie bitte? Sie haben mich schon richtig verstanden. Wo ist Bernd Pfeilstädter? Sind Sie verrückt? Herr Gaußmann, Pfeilstädters Grundstück ist videoüberwacht. Hier ist alles drauf. Wollen Sie es sehen? Was blieb mir denn übrig? Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass Sie nichts tun. Wo ist er? Unser altes Betriebsgelände. Als Verwalter bin ich im Moment der Einzige, der einen Schlüssel dazu hat. Hören Sie, Pfeilstädter muss etwas mit Erichs Tod zu tun haben. Pfeilstädter hat Erich gehasst. Von Anfang an. Erich war alles, was Pfeilstädter nicht war. Er war ordentlich, er war fleißig, er war anständig. Eigentlich hat sich Erich immer über Pfeilstädter lustig gemacht. Aber ich bitte Sie, wo leben wir denn? Gefühle sind doch keine Beweise. Vielleicht hat er inzwischen gestanden. Wie meinen Sie das? Ich habe ihm Schreibzeug eingelegt. Sonst nichts. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich sehe, Ihr Bewusstsein hat sich gewaltig erweitert. Wie können Sie darüber Witze machen? Das habe ich von Ihnen gelernt. Kommen Sie. Hier ist die Liste der Opiate, die Christine Gaußmann entwendet hat. Über kurz oder lang wäre das sowieso aufgefallen. Kein Wunder, dass sie so nervös war. Deswegen und nicht wegen dem Mord an ihrem Bruder. Dann hat Pfeilstädter wohl doch nichts mit dem Mord zu tun. Nein, wahrscheinlich nicht. Der war ja vorhin völlig am Ende mit seinen Nerven. Wenn er uns was zu gestehen gehabt hätte, hätte er es uns gestanden. Das heißt für uns jetzt zurück auf los, oder? Ich meine, wir können es auch drehen und wenden, wie wir wollen. Erich Gaußmann ist am Rosenholz gefunden worden. Also wird sein Mörder wohl, ja, von dort kommen, aus dem Milieu. Aber diese Aussage von seinem Abteilungsleiter, dass ihm Gaußmann erzählt hat von dieser Finsternis über seine Familie, die hätte ja dann gar keinen Belang. Nein, nein, Moment, die hat Belang. Und ich kann mir jetzt auch denken, welchen. Haben Sie die Aussage da? Die ist in der Akte, aber ich glaube nicht, dass Sie da noch Feinheiten entdecken können. Ich will ja auch nur die Unterschrift sehen. Oh, die ist ziemlich schnörkelig, das wird nicht leicht. Was? Was wird nicht leicht? Sie zu fälschen. Aber dafür haben wir ja Leute, oder? Ich denke, der Erich Gaußmann ist in eine Falle gelaufen. Und wir stellen jetzt seinen Mörder ein. Hallo, Herr Dr. Welz. Oh, Herr Hahner, guten Morgen. Ich grüße Sie. Geht's Ihnen gut? Gibt's was Neues? Tja, leider nicht. Wir treten auf der Stelle. Wir weiten jetzt die Befragungen aus. Pförtner, Kantinenpersonal. Ewige Kleinarbeit, wissen Sie, das ist frustrierend. Verstehe ich gut. Sie entschuldigen mich, ich muss weiter. Alles Gute. Schönen Tag noch, Herr Hahn, ja? Ach, wie warst du neulich in der Oper? Welche Oper? Ja, Sie waren doch neulich gerade unterwegs zur Oper. Wie war's? Wunderschöne Inszenierung. Sehr, sehr schön. Ja, was für ein Stück? Rigoletto.
Rigoletto. Mhm. Also eine meiner Lieblingsopern. Ist das so? Allerdings nicht der vierte Akt. Wissen Sie, als er diese Sache mit der Leiche im Sack und Rigoletto merkt nicht, dass es die falsche Leiche ist. Also. Herr Stöger. Was? Ich darf doch. Kommen Sie. Ganz ruhig. Unterlagen vernichten sofort. Ja, steht da. Ist aber nicht von mir. Nein? Nein, ich habe nicht geschrieben. Aber die Unterschriften sind völlig identisch. Ist aber nicht von mir. Was sind das denn nun eigentlich für Unterlagen? Das sind Versicherungsnehmer. Ich wollte die Unterlagen gerade zum Fotokopieren bringen. Eine Menge Kunden, an die Ihre Versicherungsgesellschaft eine ganze Menge Geld bezahlt hat. Zum Beispiel an diesen Herrn Jodorowsky, wohnhaft im Staudenweg 31. Und das ist, wie wir alle wissen, die Adresse von einer Bushaltestelle. Ja. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben alle diese Kunden frei erfunden und die Zahlungen dann selbst kassiert, gemeinschaftlich. Glauben Sie das? Ja, glaube ich. Nur leider kam der Erich Gaussmann dann irgendwann mal dahinter, dass er was faul war. Er wählte die Handynummer dieses vermeintlichen Versicherungsnehmers, die steht ja hier, zwecks Rückfragen. Er wusste aber nicht, dass Sie das Handy eingerichtet hatten zu einem einzigen Zweck. Es sollte still bleiben. Denn sobald es läutete, wussten Sie ja, dass jemand Ihren Betrug auf der Spur war. Wenn auch nur annähernd. Ihre Fantasie ist beeindruckend. Das hat meine Frau auch immer zu mir gesagt. Gut, dann rief er Sie an. Sie meldeten sich, wahrscheinlich mit verstellter Stimme. Verabredeten sich an der besagten Adresse. Gaben sich ihm zu erkennen, überredeten ihn zu einer kleinen Spazierfahrt, und zwar genau an den Ort, wo wir ihn dann auch gefunden haben. Tja, und unterwegs müssen sie dann wohl herausgefunden haben, dass er mehr wusste, als ihnen lieb war. Er musste sterben. Dann tarnten sie die Tat als einen Raubmord im Milieu, obwohl das Opfer in Wirklichkeit nie etwas damit zu tun gehabt hatte. Dann haben sie beide uns ein völlig falsches Bild von seiner Persönlichkeit vorgelogen. Diese Magazine und den Stadtplan haben sie erst im Nachhinein in seinen Schreibtisch gelegt. Dummerweise sind sie im Staudenweg gesehen worden. Von einer Passantin. Diese Frau hat sie am nächsten Tag in der Zeitung wiedererkannt auf einem Foto von der Betriebsfeier. Und sie wollte sie erpressen. Und deshalb schickten sie ihren Komplizen los, um sie umzubringen. Während sie gleichzeitig mit diesem Märchen von Gaussmanns familiärer Finsternis zu uns ins Präsidium kamen, um sich ein optimales Alibi zu sichern. Das hören Sie mal zu. Ich habe keine Einblicke in die Machenschaften meiner Mitarbeiter. Was? Aber wenn Sie anfangen, das mir in die Schuhe zu schieben, machen Sie sich nicht nur lächerlich. Das ist absurd. Wie ist die Nummer von diesem Herrn Jodorowsky? 0171-852-5333. Jetzt sagen Sie uns mal, was da klingelt in Ihrem Schreibtisch.